Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mittweida, es ist mir rechtzeitig vor Weihnachten ein persönliches Bedürfnis, mich an Sie zu wenden. 2020 war ein besonderes Jahr. Wer hätte im Januar oder Februar gedacht, was im März auf uns zukommt? Die Corona-Pandemie. Wir haben im Frühjahr den ersten Lockdown gehabt und sind jetzt mitten im zweiten. Wir haben in Mittweida unterdurchschnittliche Infektionszahlen. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Denn durch Ihre Disziplin haben Sie genau dafür gesorgt, dass die Pandemie sich in unserer Stadt nicht noch mehr ausbreitet. Ich möchte aber auch in dem Zusammenhang Danke sagen dem Personal unseres Krankenhauses und natürlich dem Personal unserer zahlreichen Pflegeheime. Durch Ihre tägliche Arbeit haben Sie dazu beigetragen, dass die Corona-Pandemie sich nicht noch weiter ausbreitet. Es ist mir aber auch ein Bedürfnis, mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern zu bedanken, dass sie durch ihre tägliche Arbeit dazu beitragen, dass unser öffentliches Leben weiterhin funktioniert. Wir haben im Jahr 2020 in Mittweida viel erreicht. Wir haben zahlreiche Baustellen abgeschlossen, begonnen und führen sie derzeit noch durch. Wir haben uns für 2021 auch wieder viel vorgenommen. Zahlreiche Baumaßnahmen werden auch in diesem Jahr beginnen. Und das, obwohl wir begrenzte Finanzmittel haben. Ich bin mir aber sicher, dass wir gemeinsam unser Stadt Mittweida wieder ein Stückchen lebenswerter gestalten werden. Ich bin zuversichtlich und optimistisch und würde mich freuen, wenn Sie auch persönlich dies mittragen würden. Für dieses Weihnachten wünsche ich im Kreise Ihrer Familie, auch wenn sie vielleicht dieses Jahr nicht komplett ist, alles, alles Gute, eine besinnliche Zeit. Ich wünsche Ihnen für 2021 vor allem eins, Gesundheit. Und dann bin ich mir sicher, dass wir das neue Jahr auch gemeinsam wieder zum Erfolg unserer Stadt und für unser Gemeinwesen gestalten. Alles Gute Ihnen und Ihrer Familie. Ihr Oberbürgermeister Ralf Schreiber.